Es ist wieder Freitag. Herzlich willkommen zum Wall Street Blick mit Roland Jegen von WA Self Invest und mir, Andreas Bernstein von Fit for Finanzen. Wir fangen direkt nach dem Intro an, denn die Erzeugerpreise stehen heute auf der Agenda. Dann nehme ich gern den Roland hinzu. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, vor einem Monat, das war der 10. November, da ist der Markt stark nach oben gelaufen wegen den Verbraucherpreisen. Heute stehen die Erzeugerpreise an. Lass uns doch gern mal direkt das Ganze live ansehen. Genau, dann gehen wir gleich rüber. Noch ganz kurz der obligatorische Risikohinweis und dann gehen wir auch gleich in die Plattform, den NanoTrader, und schauen uns gerne die Daten an, als auch dann das Big Picture vielleicht. Da die Daten jetzt, denke ich, in wenigen Sekunden hier auch über den Ticker kommen, können wir gerne mal direkt in einer kleineren Zeiteinheit hier auch starten und dann auch die erste Wird schon rot alles. Reaktion sehen. Da wird es in der Tat rot. Hier sieht man es, die 1-Minuten-Reaktion, oder ich bin jetzt hier im 15-Minuten-Chart, aber eine sehr, sehr starke Abwärtsreaktion hier im S&P. Von 3.985 geht es jetzt hier circa 50 Punkte runter in der ersten Reaktion. Ich weiß nicht, hast du die Daten schon vorliegen, wie sie jetzt Ich schaue gerade, ich habe ausgefallen den DAX sind? parallel aufgemacht, da waren wir tatsächlich auf der 14.2. 12, also fast an den gestrigen Tiefs dran. Ja. Und sobald ich die Daten hier vorlegen habe, werde ich sie hier auch reingeben. Noch habe ich sie nicht vorliegen. Genau, es ist ja also eine sehr, sehr starke Abwärtsreaktion. Wir können auch parallel gerne gleich hier den DAX uns noch anschauen zum Vergleich. Der ist in der Tat hier in kurzzeitig runtergespiked bis unter die 14.220, ist aber jetzt schon wieder fast um 100 Punkte hier angezogen im Future. Also wie man sieht, eine sehr, sehr starke Reaktion, die aber jetzt zunächst einmal hier im ersten Zug korrigiert wird. 0,3 plus die Erzeugerpreise im November. Erwartet wurden 0,2 plus. Also die ziehen stärker an und man hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass es da nicht mehr so einen starken Anstieg gibt, weil die Inflation hier eingedämmt wird. Genau, weil die etwas nachgelassen hatte zuletzt, war das eigentlich nicht zu erwarten. Von daher als auch erstmal hier die negative Reaktion. In der nächsten Woche haben wir ja dann auch die Zinsentscheidung, wo wir dann auch weiterhin sehen werden, wie stark die Federal Reserve hier die Zinsen anziehen wird. Alles spricht ja dafür, dass es eine Zinserhöhung um 0,5%, also um 50 Basispunkte geben wird. Aber da muss man natürlich auch insbesondere schauen, wie der Ausblick dann auch für das kommende Jahr hier aussieht. Die Kernerzeugerpreise, also man unterscheidet da immer noch mal ein bisschen, sind sogar um 0,4% angestiegen. Ja, also Volatilität ist auf alle Fälle da, wie man sieht, die sich nicht nur in den Indizes niederschlägt, sondern sicherlich auch bei den Währungen und beim Goldpreis. Genau, können wir gerne mal hier reinschauen, auch in den Währungsbereich der Euro-FX-Future, der ja eine sehr starke Erholungsrallye hier auch zuletzt hingelegt hat in den letzten Wochen und jetzt so ein bisschen hier im Bereich des VWAP des aktuellen Jahres konsolidiert, könnte man sagen. Der liegt circa bei 1,105 knapp darüber und da konsolidiert der Euro-US-Dollar auch jetzt weiterhin. Es sieht so aus, als müsste er erstmal diese große Rallye hier letztendlich auch verdauen, bevor dann vielleicht die Erholung auch weitergehen könnte. Ja, ob da wirklich noch immer eine Erholung kommt, ist ja sowieso die Frage, weil wenn einmal ein Trend gerade am Währungsmarkt eingeschlagen ist, der zieht sich ja über Tage oder Wochen hin meist. Ja, das ist im Währungsmarkt ähnlich oft wie in den Anleihemärkten. Wenn sich da ein Trend etabliert hat, ist der viel, viel stärker als in den Indizes oder auch häufig in Einzelaktien. Von daher sollte man dann sich nicht zu früh in die Gegenrichtung positionieren, sondern eher versuchen, auf diesen kurz- bis mittelfristigen Trend hier aufzuspringen. Beim Goldpreis, wenn wir den uns noch mit anschauen, da hatte ich erst gedacht, naja, wenn jetzt die Aktienmärkte nach unten gehen, könnte auch der Goldpreis mit der 1800 wieder in Berührung kommen, aber der geht auch erstmal ein kleines Stück nach unten heute. Genau, und ein kleines Stück nach unten. Wir sind ja jetzt hier im Future mittlerweile hier im Februar-Kontrakt, daher leicht abweichende Kurse. Da sind wir jetzt bei 18,08 hier live im Future. Und ja, da sieht man auch diese Reversion to the Mean-Bewegung ja zuletzt beendet hier und jetzt auch die Konsolidierung hier im Bereich des VWAPs des aktuellen Jahres. Da waren wir kurzzeitig drüber und auch heute kämpfen wir wieder mit diesem Kursniveau. Etwas darüber hier ist noch der Volume Point of Control des aktuellen Jahres als potenzielles Ziel auf der Oberseite hier im Future circa bei 1842. Das wäre noch ein Ziel, das wir vielleicht noch bei einer weiteren positiven Entwicklung in diesem Jahr hier auch erreichen könnten.
Und da gibt es ja durchaus auch Saisonalitäten, so in Richtung Jahresende, Richtung Weihnachten, wovon der Goldpreis immer mal wieder profitieren kann. Genau, Gold ist generell natürlich ein sehr saisonaler Effekt, sowohl natürlich was das Jahr betrifft, aber auch natürlich während der einzelnen Woche. Da haben wir auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, dass gerade zum Wochenende hin, dass der Goldpreis tendenziell sehr positiv tendiert, dass gerade der Freitag häufig der stärkste Tag der Woche ist und man das natürlich auch als kurzzeitigen Markteffekt oder Saisonalität handeln kann, ja. Ja, jetzt formieren sich die US-Futures schon so langsam. Der erste Impuls ist durch. Nach 5 Minuten, vielleicht schauen wir da noch mal drauf. Ich sehe hier beim Nasdaq, wir waren im Tief um die 11.500, wenn man sich die Kassakurse anschaut. Du hast ja auf dem Future oder beim S&P sieht man ja auch die erste Bewegung nach unten. Wurde erst einmal jetzt wieder gekauft und vielleicht die zweite Welle jetzt im Nachgang. Genau, wir starten noch kurz hier einmal im Big Picture. Da sieht man auch, wo wir sind. Wir kämpfen im S&P weiterhin hier mit dieser Marke von circa 3.910, 3.920 und versuchen die zu halten. Nachdem wir jetzt zuletzt auch hier nochmal stark zurückgekommen sind, nachdem wir den VWAP des aktuellen Jahres hier angehandelt haben. Auf Monatsbasis finde ich auch hier ein interessantes Bild, also die Indikatoren auf Monatsbasis. Wir haben jetzt zu Beginn des Monats diesen Abverkauf gesehen, jetzt die Gegenbewegung. Und ich hätte mir vielleicht hier noch einen etwas höheren Impuls erwartet, bis in den Bereich von 4.000 oder 4.005. Die haben wir jetzt gestern oder heute nicht wieder erreicht. Und das war ja dann einmal der VWAP des aktuellen Monats, als auch das Value Area Hoch des Vormonats und da vielleicht erst auf eine weitere Schwäche spekuliert. Soweit kam es jetzt nicht und jetzt erstmal hier der Abwärtsimpuls nach den Zahlen. Hier sieht man auch hier im unteren Bereich der aktuellen Monatsrange sehr, sehr viel Volumen. Von daher, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir die Monatstiefs hier noch nicht gesehen haben, und sich da zumindest nochmal in den kommenden Tagen oder Wochen, vielleicht dann in der nächsten Woche, wo wir doch sehr, sehr viele News haben und dann auch nächsten Freitag den großen Verfall, dass sich da nochmal neue Monatstiefs, entsprechend hier auch im S&P als auch vielleicht im Nasdaq einstellen, könnten. Das ist der Nasdaq. Nehmen wir vielleicht auf Wochenbasis hier erst noch den S&P hinzu. Dieser erste Abverkauf ging jetzt bis in den Bereich des Value Area Tiefs der aktuellen Woche. Also das ist so eine sehr kurzfristige Unterstützung bei 3.935 Punkten, die jetzt auch erstmal gekauft worden ist. Aber hier sieht man auch im Bereich, das Wochenbild ist ja ähnlich wie das Monatsbild. In der letzten Woche hatten wir ja nur die 2 Handelstage, die jetzt zum Dezember mit dazu gehören. Von daher sieht das Profil recht ähnlich aus, wie ich finde. Und auch hier sieht es so aus: sehr, sehr viel Volumen im unteren Bereich der aktuellen Wochenrange. Und da muss man schauen, ob das jetzt wirklich zum Ende des Tages hält oder ob wir da vielleicht auch noch einen stärkeren Abverkauf sehen, mit dann entsprechend auch neuen Wochentiefs. Im Nasdaq waren wir insgesamt etwas schwächer, auch als im Dow Jones oder auch im S&P. Da kämpfen wir weiterhin hier mit diesem Value Area Tief des aktuellen Jahres bei circa 11.500. Das konnte jetzt gestern als auch vorgestern auf Tagesschlusskursbasis gehalten werden. Haben wir einen kleinen Aufwärtsimpuls gesehen und heute ging es jetzt wieder bis in diesen Bereich. Also da bleibt es auch weiter spannend, ob dieser Bereich gehalten werden kann. Ansonsten könnte es hier auch zum Jahresende hin vielleicht nochmal einen weiteren Abwärtsimpuls geben. Hier sieht man auch im Nasdaq auf Wochenbasis die Indikatoren. Auch dieser Abverkauf ziemlich genau bis zum Value Area Tief der aktuellen Woche, 11.515 hier im Future und da jetzt die erste positive Reaktion. Und da können wir jetzt auch nochmal in die ganz kleinen Zeiteinheiten reingehen und schauen, was sich hier, ich gehe dann vielleicht noch etwas runter, dass wir hier die 5-Minuten-Kerze jetzt auch sehen. Da ist die erste vollendet. Und jetzt sieht man auch, die zweite Welle scheint so ein bisschen zu folgen, dass jetzt auch hier wir wieder unterhalb von 3.950 im S&P quotieren und jetzt erstmal sich dieser negative Impuls noch weiter fortsetzen könnte. Ja, Thema zweite Welle. Wir hatten ja im Intro, erwähnte ich es, am 10. November bei den Verbraucherpreisdaten auch erstmal eine starke Bewegung nach oben, die sich dann im Handelsverlauf nochmal fortsetzt. Also wenn jetzt keine starke Gegenreaktion direkt folgt, dann würde ich auch von ausgehen, dass nochmal die Extremwerte, die wir jetzt in der Vorbörse gesehen haben, mindestens getestet werden. Ja, sehe ich ähnlich. Man sieht es auch extrem häufig natürlich, dass das Hoch oder das Tief der Vorbörse dann im Kassahandel in den USA getestet worden ist.
Aktuell ist es eher unwahrscheinlich, dass wir das vorbörsliche Hoch sehr schnell testen werden. Von daher die Wahrscheinlichkeit für mich auch etwas höher, dass wir hier nach 15:30 Uhr dann auch nochmal die Tiefs, die wir jetzt im ersten Impuls hier gesehen haben, zumindest nochmal testen werden. Und dann muss man schauen, ob dort Kaufinteresse aufkommt oder ob wir dann auch vielleicht Richtung Vortagestief handeln könnten. Das bleibt abzuwarten. Aber ich sehe es auch aktuell tendenziell eher etwas negativ. Ja, mal schauen, wie die Börse das Ganze interpretiert. Wir können ja auch nur unsere Meinung hierzu abgeben. Und du hast schon angesprochen, nächste Woche wird es volatil, am Freitag der Verfallstag, am Mittwoch die US-Notenbank-Sitzung FED. Und da hat Jerome Powell ja eigentlich schon mildere Töne angestimmt, die der Markt aber meines Erachtens auch schon abgefeiert hat, oder? Genau, er hat ja eine starke Gegenbewegung letztendlich gezeigt. Also alles hofft darauf, dass die Zinsschritte weniger stark ausfallen werden und dass man auch perspektivisch dann irgendwann im ersten beziehungsweise zweiten Quartal des nächsten Jahres dann auch das Hoch erreicht hat, irgendwo im Bereich vielleicht von 5% oder knapp darüber und dann auch vielleicht zum Ende des Jahres hin schon die erste Zinssenkung kommen könnte. Danach sieht es aktuell noch nicht aus. Das ist so ein bisschen vielleicht auch die Hoffnung vieler Marktteilnehmer, dass irgendwann dann Schluss ist mit diesen Zinsschritten. Aber aktuell muss man sagen, auch wenn man jetzt die aktuellen News nochmal sieht, sieht es noch nicht danach aus, als würde die Fed da sehr starken Kursumschwung vollziehen, sondern da darf man insbesondere dann auf die Pressekonferenz schauen und sehr genau anhören, was er dann für die nächsten Meetings und dann auch fürs nächste Jahr hier erwartet. Ja, genau. Also da dürfte mit Volatilität zu rechnen sein, so kurz vorm Verfallstag sowieso. Glaubst du, die Marktteilnehmer nehmen sich dann eher zurück oder warten dann wirklich diesmal bis zum letzten Tag, das wäre ja der Donnerstag als Handelstag vor dem Verfall ab, um dann ihre Position gerade zu rücken? Also ich denke, bei den US-Futures ist ja eher die Tendenz, dass man schon etwas früher rollt. Also da wird man am Montag als auch Dienstag schon starkes Rollvolumen sehen. Und bis Mittwoch denke ich schon, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer sich hier schon auf die oder hier schon gewechselt ist auf die Märzkontrakte. Bei den europäischen Indizes ist es ja etwas anders. Der DAX ist ja wirklich eigentlich bis zum letzten Tag, bis zum Donnerstag, hat er das höhere Volumen dann im Dezemberkontrakt, ab Freitag dann im Dezemberkontrakt. Von daher darf man gespannt sein, ob in den USA vielleicht auch manche Marktteilnehmer etwas länger warten, bevor sie dann die Position rollen oder es dann typischerweise jetzt schon zu Beginn der Woche vollziehen. Ja, das vielleicht nochmal als Hinweis, in weiser Voraussicht, denn ich hatte auch im Podcast mit der Iris Hein mal gehört, dass es durchaus Kunden gibt, die das dann nicht im Blick hatten, ja, mit dem Verfallstermin sich dann fragen, oh, wo ist denn eigentlich der aktuelle Kurs? Da bewegt sich nichts mehr. Also das haben wir typischerweise zum großen Verfallstermin, dass insbesondere nach dem DAX-Verfallen um 13 Uhr dann die Telefone klingeln und die Kunden sagen, mein Chart bewegt sich nicht mehr, die Plattform ist eingefroren, weil dann einfach der Future verfallen ist und man noch nicht gewechselt ist. Also das sieht man typischerweise. Bei den Indizes ist es ja wirklich unkritisch, auch wenn man eine Position hat, da gibt es keine physische Lieferung. Ansonsten, wer da in Rohstoffen investiert ist, wo auch eine physische Lieferung zugrunde liegt, da sind wir natürlich auch sehr streng und da stellen wir im Zweifel dann die Position auch vorab glatt. Ja, das ist lieb, sonst hat man den Garten voll Ölfässer oder Korn oder Zucker oder was auch immer es gibt. Ganz genau. Das will natürlich niemand, also nicht in diesen rauen Mengen zumindest. Ja, soweit zu den Märkten und der ersten Reaktion. Wir schauen am Ende gerne auch nochmal rein, aber möchten zwischendurch natürlich auch auf ein paar Aktien blicken, die in dieser Woche mit den News aufgeschlagen haben. Und vielleicht würde ich mal gerne anfangen mit der Netflix oder wir können auch mit Lululemon beginnen. Ja, lass Nimm uns es bei egal, die war Konsum jetzt bleiben. nur zufälligerweise hier offen. Also Lululemon hat in dieser Woche auch die Quartalszahlen vermeldet, sind hier und die erste Reaktion jetzt eher negativ, nachdem sich die Aktie auch positiv entwickelt hatte über den Oktober und November hinweg. Jetzt eine negative Reaktion. Aber insgesamt trübt sie nicht so ganz das positive Bild hier ein. Hier sieht man, die gleitenden Durchschnitte beginnen nach oben zu drehen. Der 200-Tage-Durchschnitt, die rote Linie, auch so langsam wieder hier im Aufwärtstrend. Von daher denke ich, dass ein Rücksetzer in diesen Bereich von circa 330 Dollar in den nächsten Tagen durchaus vielleicht sogar eine interessante Kaufgelegenheit hier darstellen könnte. Hier ist auch noch so ein kleines Gap offen von Anfang November, wenn wir das vielleicht schließen und da eine positive Reaktion zeigen, wäre das durchaus vielleicht eine interessante Gelegenheit, sich hier zu positionieren.
Ja, und da hat man ja auch quasi perspektivisch die Wettbewerber mit im Blick. Also ob das jetzt eine Abercrombie & Fitch ist oder eben die großen Nike, wenn wir uns den zum Beispiel anschauen als Marktführer für Sportartikel Kleidung, der hat ja auch jetzt wieder profitiert davon, dass es Öffnungen in China gibt, dass dort auch die Produktion wieder anläuft, also Lockerungen auch in der Corona-Strategie des Landes und spielt aktuell, wie man hier sieht, auch mit einer interessanten Linie. Genau, also auch eine positive Reaktion jetzt seit Anfang oder seit Ende Anfang Oktober war es, Ende September, Anfang Oktober hat man das Tief hier am 30. September etabliert. Sieht man auch sehr, sehr viel Volumen, also das Jahrestief demzufolge auch und seitdem eigentlich eine schöne Rallye hingelegt. Und jetzt ist man hier am 200-Tage-Durchschnitt angekommen, auch zum ersten Mal in diesem Jahr. Und da kämpft die Aktie aktuell etwas mit. Bei circa 111, 112 Dollar ist man jetzt sowohl letzte Woche jetzt als auch gestern oder jetzt vorbörslich leicht abgeprallt. Von daher, das könnte ein kurzfristiger Widerstand sein. Das stimmt auch ziemlich genau überein hier mit diesen vormaligen Hochs aus dem September. Da scheint jetzt etwas Druck reinzukommen, beziehungsweise vielleicht auch Gewinnmitnahmen. Wer diese schöne Bewegung hier mitgenommen hat über die letzten 2 Monate, nimmt jetzt vielleicht die ersten Gewinne mit und wartet darauf auf einen Rücksetzer, um sich dann vielleicht nochmal hier zu positionieren. Also ich denke, hier in der Aktie könnte auch ein kleiner Rücksetzer gut tun und dann vielleicht, man weiß nicht, wie weit es gehen könnte. Entweder bis in den Bereich vom 100-Tage-Durchschnitt, maximal bis in den 50-Tage-Durchschnitt, der aber natürlich jeden Tag mit weiter hochzieht und da dann vielleicht auch perspektivisch eine interessante Einstiegsgelegenheit bieten. Ja, haben wir auf alle Fälle mit im Blick. Genau solche Situationen versuchen wir hier im Format mit herauszustellen. Wo auch Quartalszahlen anstanden, das war die Broadcom gestern. Ja, und die sind nachbörslich, so wie ich das im Blick hatte, sogar positiv aufgenommen worden. Die sind positiv aufgenommen worden. Wir können noch mal in die kleinen Zeiteinheiten reingehen. Da sieht man auch die nachbörslichen und die vorbörslichen Kurse. Gestern sieht man hier die nachbörsliche Reaktion sehr, sehr positiv. Heute auch vorbörslich jetzt hier nach den 14:30 Zahlen leicht negativ, aber man steht noch deutlich oberhalb der gestrigen Schlusskurse. Von daher, hier sieht man schon, das wird dann auch um 15:30 Uhr vermutlich ein relativ großes Aufwärtsgap erst einmal geben. Wir sind jetzt im Bereich der Hochs hier auch vom November angekommen. Das könnte ein potenzieller Widerstand sein. Das stimmt auch überein hier mit den Hochs von Ende August, Anfang September. Also potenziell nach dieser auch starken Erholungsrallye erstmal hier eine Konsolidierung vielleicht im Bereich von 550 Dollar. Und ja, da dauert es vielleicht auch noch den einen oder anderen Tag, bis dann hier auch die 50-Tage- und 100-Tage-Linie langsam nach oben dreht und bei einem Rücksetzer dann vielleicht auch einen potenziellen Einstiegspunkt hier bietet. Ja, und eng mit dem Technologiesektor verbunden ist auch eine Ciena. Da gab es, glaube ich, auch Daten, wie die aufgenommen wurden. Ich lasse mich mal überraschen. Ich habe es nur auf den Tickern gesehen. Auch sehr, sehr positiv, wie es hier aussieht. Also starker Aufwärtsimpuls, nachdem man ja doch über einige Tage hier konsolidiert hat im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts beziehungsweise zwischen dem 50- und 100-Tage-Durchschnitt. Und jetzt hat man quasi mit einem relativ großen Gap von vorgestern auf gestern dann hier auch den 100-Tage-Durchschnitt, den 200-Tage-Durchschnitt sogar überschritten. Die 50-Dollar-Marke, diese runde Marke auch zurückerobert, auch halten können auf Tagesschlusskursbasis. Von daher, das ist wirklich ein großes Gap und jetzt muss man schauen, wie tief da vielleicht der Rücksetzer geht. Solange man oberhalb vom 200-Tage-Durchschnitt hier quotiert, ja, kann man auch darauf spekulieren, dass dieser Aufwärtsimpuls vielleicht noch weitergehen könnte. Vielleicht auch bis zu den vormaligen Hochs hier aus dem Sommer, aus dem August bei 56,5 Dollar. Also da ist noch etwas Potenzial, aber es ist natürlich schwierig, auf diesem Niveau hier einzusteigen. Da wäre auch ein Rücksetzer besser, um sich dann vielleicht trendfolgend zu positionieren. Zu den Zahlen selbst, also die operative Marge ist ein bisschen gefallen auf 8%. Die waren vorher noch bei 13,2. Ich glaube, das Problem haben alle Netzwerkausrüster aktuell, dass man da einen Schritt zurückgehen muss und auf der anderen Seite auch einen Schritt auf die Kunden zu, dass man nicht eins zu eins alle Kosten weitergibt. Genau, da muss man natürlich schauen. Dann werden die Margen vielleicht etwas kleiner, aber dann will man vielleicht nicht alles weitergeben an die Kunden, auch insbesondere dann im Vergleich zu den Mitbewerbern. Da ist die Konkurrenz ja durchaus auch relativ groß in diesem Bereich. Von daher, ja, darf man auch gespannt sein, wie es hier weitergeht in der Szene.
Ja, apropos Netzwerkausrüster, die Cisco Systems hatten wir vor einer Woche uns angeschaut, die war an einer interessanten Chartmarke. Hat sich denn da was getan? Die Frage an dich. Ja, die ist auf dem Niveau, das wir letzte Woche hier auch, glaube ich, eingezeichnet haben, so ein bisschen abgeprallt und hat in dieser Woche so einen kleinen Rücksetzer hier erlebt, die Aktie. Also erstmal von der 50-Dollar-Marke, auch von dieser runden, psychologisch wichtigen Marke abgeprallt, aber weiterhin natürlich positiv oberhalb hier von allen drei markanten gleitenden Durchschnitten. Ich denke, der Aktie würde noch ein etwas tieferer Rücksetzer gut tun, vielleicht bis in den Bereich von 47 Dollar. Und wenn dann vielleicht in den kommenden Tagen auch 50 und 100 Tage Durchschnitt hier nachziehen und man dann vielleicht eine doppelte oder eine dreifache Unterstützung hat in diesem Bereich, könnte ich mir vorstellen, dass dann auch irgendwann der nächste Impuls starten könnte. Aber es könnte noch den einen oder anderen Handelstag oder vielleicht auch noch ein, zwei Wochen dauern, bis wir diesen Rücksetzer sehen. Dann durchaus ein interessanter Wert vielleicht, um sich trendfolgend zu positionieren. Ja, wir haben Zeit, Geduld, das muss man auch haben, unter anderem auch bei Unternehmen, die zwar eigentlich in ganz guten Fahrwassern unterwegs sind, aber vielleicht temporär vielleicht ein Personalproblem haben. Da hatten wir vor einer Woche über Salesforce gesprochen. Auch die würde ich gerne nochmal updaten, denn das ist aktuell in dieser Woche der schwächste Wert im Dow Jones. Da schlägt die Personalie nochmal richtig durch. Genau, die hat jetzt auch hier entsprechend neue Jahrestiefs etabliert, also sehr, sehr schwach nach den Zahlen auch hier. Die letzten Rücksetzer gingen ja alle hier bis in den Bereich des 100-Tage-Durchschnitts. Da fand sich immer wieder starker Verkaufsdruck letztendlich und der führte dann in dieser Woche hier auch zu deutlich neuen Tiefs entsprechend. Und ja, sieht aktuell relativ schwach aus, wenn wir vielleicht mal in den Wochenchart gehen und dann etwas weiter rauszoomen, dann sieht man hier dieses Corona-Tief, finde ich, noch relativ markant aus dem März 2020 bei 115 Dollar, beziehungsweise knapp darüber. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, bei weiterer Schwäche, dass dies noch angelaufen wird in den kommenden Tagen oder Wochen. Da sind wir nicht mehr so weit von entfernt, noch circa 14 Dollar hier aktuell. Und dann dürfte es interessant sein, ob diese potenzielle Unterstützung dieses markante Tief dann vielleicht auch hält und dann für eine etwas größere Gegenbewegung hier auch sorgen könnte. Ja, wenn wir in dem Bereich mit Personalien sind, würde ich auch die Walt Disney gern nochmal hervorholen. Die hatten wir, glaube ich, vor 2 Wochen besprochen, als der Chef der letzten 2 Jahre zurückgetreten ist und hat wieder Platz gemacht für den alten Chef. Ging die Aktie erst einmal nach oben, aber ja, das ist auch schon wieder fast verpufft. Ja, wir sind aber weiterhin noch innerhalb dieses potenziellen Dreiecks hier auf Tagesbasis. Das heißt, da könnte auch in Kürze ein Ausbruch anstehen. Auf der Unterseite hier diese Unterstützung bei circa 90 Dollar. Auf der Oberseite diese absteigende Trendlinie und dann natürlich auch die gleitenden Durchschnitte. Und das ist jetzt etwas richtungslos, auch über die letzten 3 Handelstage, diese Seitwärtskonsolidierung. Und ja, da könnte es in Kürze einen Ausbruch geben und da könnte man sich dann auch trendfolgend hier entsprechend positionieren. Ja, und ein Grund, der auch für die Kursschwäche mitverantwortlich ist, ist, dass ein weiterer Konkurrent im Streaming-Bereich eingestiegen ist. Das ist die Paramount. Ja, und die möchte jetzt auch in den Bereich rein. Ich glaube, die sind gar nicht börsennotiert, aber die Nee. Netflix ist börsennotiert. Die leidet ja ebenso dann darunter, wenn ein neuer großer Gigant in dem Streaming-Bereich Fuß fassen möchte. Genau. Die Netflix hatte sich ja sehr, sehr positiv entwickelt, auch seit den Jahrestiefs im Frühjahr, ist so langsam hier aufwärts gerichtet oder wurde langsam aufwärts gerichtet hier gehandelt und hat dann nach und nach hier auch das Gap geschlossen. Es ist noch nicht komplett geschlossen, dieses große Gap hier aus den Quartalszahlen aus dem Frühjahr, aus dem April. Aber es ist ein sehr positiver Trend hier, insbesondere nach dem Rücksetzer nochmal zum 200-Tage-Durchschnitt wieder Kaufinteresse gefunden und jetzt nochmal hier neue Tiefs, auch neue Hochs entsprechend ausgebildet zuletzt. Von daher, das sieht weiterhin eigentlich nach einem positiven, moderaten, mittelfristigen Aufwärtstrend aus. Und ja, da könnte in Kürze dann vielleicht auch dieses große Gap ganz geschlossen werden. Das wäre dann charttechnisch, aber erstmal Widerstand. Das wäre erstmal ein potenzieller Widerstand und das stimmt ja ziemlich genau hier auch überein mit den vormaligen Tiefs. Von daher hier im Bereich von circa 340 bis 350 Dollar ist das für mich auch erstmal ein potenzieller Widerstand, wo man dann durchaus vielleicht auch die ersten Gewinnmitnahmen sehen dürfte, wer diese Rallye mitgenommen hat und dann auch potenziell nochmal hier Verkaufsinteresse. Kommen wir noch mal zu einer lang anwährenden Rallye über die letzten Wochen hinweg. Ich hatte schon China erwähnt. Die ganzen Lockerungen, die chinesischen Werte an der Nasdaq sind sehr stark. Wir haben uns
der jüngste die Pinduoduo angeschaut und die ist schon wieder der Wochengewinner am Nasdaq. Ja, hier sieht man, die ist auch aus diesem mittelfristigen Trendkanal nach oben ausgebrochen, was man natürlich auch im bestehenden eher im Abwärtstrend oder Bärenmarkt, den wir noch haben, nicht so häufig sieht. Also sehr, sehr stark seit den Oktober-Tiefs, eine starke Aufwärtsbewegung, dann auch hier diese horizontale Unterstützung sehr stark gebrochen entsprechend mit diesem Gap und seitdem ging es eigentlich stetig weiter bergauf. Und ja, da wartet man jetzt, wann hier vielleicht es zu Gewinnmitnahmen kommt und eine Konsolidierung, weil da war es jetzt auch schwierig, sich zu positionieren, weil es kaum einen nennenswerten Rücksetzer hier gegeben hat in der Aktie. Wir sind jetzt im Bereich hier dieser vormaligen Hochs, also von bei ca. $95. Dann kommt auch die runde Marke von $100 ins Spiel. Also ich denke, wir sind nicht mehr allzu weit davon entfernt, dass es auch hier zu einer Konsolidierung kommen könnte. Aber aktuell ist charttechnisch davon noch nichts zu sehen. Ja, wenn es einmal dann losrennt, das Momentum dann sich gegenzustellen, das kann teuer werden. Das ist nicht zu empfehlen. Und da geben wir ja auch immer mit unserem größeren Blick auf die Aktie, also nicht nur im 5-Minuten-Chart, hier entsprechende Hinweise, wo dann auch ein etablierter Trend vielleicht nicht mehr vorhanden ist und dreht. Und dann macht es ja Sinn, auf eine Gegenbewegung zu spekulieren. Ja, vielleicht noch einen der Lieblingswerte in der Community zumindest, ganz klar auch bei Twitch, die Tesla-Aktie, die ist schon wieder unter Druck gewesen in dieser Woche. Also da reißen die negativen News nicht ab und diesen grünen Bereich, den du dargestellt hast, der wackelt ganz schön. Der wackelt weiterhin, könnte man sagen. Also das ist eine sehr wichtige Unterstützung hier aus der Vergangenheit. Die Hochs hier aus dem Sommer 2020 und dann die Tiefs aus dem Frühjahr 2021. Und da ist man aktuell wieder in diesem Bereich angekommen. Also kämpft mit dieser 170, 175 Dollar-Marke. Und ja, man sieht nicht wirklich, dass es hier zu einem größeren Aufwärtsimpuls kommt. Man ist auch in dem Bereich dieser unteren Trendkanalbegrenzung hier weiterhin angesiedelt. Das heißt, viele hoffen hier auf eine stärkere Gegenbewegung, aber es ist aktuell nichts davon zu erkennen, könnte man sagen. Manche sagen ja sogar, wenn man im ganz großen Bild unterwegs ist, vielleicht hier auf Wochenbasis, dass man sogar sowas wie eine SKS hier gesehen könnte. Ich bin kein großer Freund von solchen Formationen und dass man dann hier Kursziele von unter $100 prognostiziert auf Basis dessen. Aber es gibt durchaus auch viele negative Stimmen, auch charttechnischer Natur. Ich denke eher, dass wir vielleicht hier in einem Bereich von potenziellen mittelfristigen Tiefs erstmal angekommen sind. Aber es ist noch nicht wirklich, dass man sagen könnte, hier ist eine Bodenbildung abgeschlossen. Hier könnte es auch durchaus in Kürze noch zu neuen Jahrestiefs kommen. Ja, vielleicht hält ja Elon Musk da noch weitere Überraschungen für uns bereit, wie seine Roboter-Idee quasi, die ja auch bald umgesetzt wird. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Er hat ja immer mal wieder was aus dem Ärmel gezaubert. Auf jeden Fall, da wird es einem nie langweilig. Er hat ständig neue News da auch parat, ja. Ja, und auch bei den Indizes wird es nicht langweilig. Der letzte Blick gilt wieder den Märkten. Jetzt hat sich das Ganze schon nach knapp einer halben Stunde wieder etwas normalisiert. Also der erste Abverkauf, der erste Washout, der ist schon wieder jetzt nach oben gelaufen. Und das erinnert mich wiederum an die Arbeitsmarktdaten. Die hatten wir vor einer Woche, da ging es auch erst nach unten. Und dann am Ende des Handelstages war sogar der Dow Jones im Plus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist natürlich ein potenzielles Szenario. Ansonsten hier sieht man diesen Bereich, wo jetzt quasi nach den News kein Volumen ausgebildet worden ist. Das ist jetzt in der ersten Reaktion auch ein potenzieller Widerstand hier im S&P bei 3.957 bis 3.960. Da könnte ich mir durchaus nochmal einen Abwärtsimpuls vorstellen. Ansonsten, wenn es da durchgeht, kann sich natürlich dieses positive Szenario durchsetzen. Und sonst muss man schauen. Wir haben ja gesagt, Tageshoch, Tagestief. Eins davon wird sehr, sehr wahrscheinlich im Laufe der Kassa-Handelssession rausgenommen werden. Aktuell ist es noch schwer zu sagen, in welche Richtung es geht, aber meistens oder sehr häufig liefern die ersten Handelsminuten nach 15.30 Uhr dann schon ein gutes Indiz, wohin die Reise gehen könnte. Ja, wenn ich mich an, ich glaube, es war der Dienstag dieser Woche erinnere, was ist dafür, oder was der Mittwoch, ich glaube der Mittwoch, was es dafür eine volatile Eröffnung beim Nasdaq zum Beispiel gab, da waren ja 100 Punkte nichts. Ja, man sieht sehr häufig hohe Volatilität während der Eröffnung, vielleicht sich dann auch nicht zu früh sich zu positionieren, empfiehlt sich sehr häufig, sondern auch abzuwarten kurz und dann vielleicht trendfolgend sich auch zu positionieren, wenn man sieht, dass sich da zumindest ein kurzfristiger Trend etabliert hat, ja. Ja, das will ich wohl meinen und das ist auch etwas, was wir immer wieder hier mit reinbringen als Information, als Risikoparameter.
immer lieber ein bisschen Verhalten abwarten und dann in den Markt reingehen. Schließlich geht es ja um unser Geld. Ganz genau. Also Risikomanagement ist immer der Schlüssel letztendlich zum Erfolg im Trading. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Signale, auf Basis dessen man handeln kann. Aber letztendlich macht, denke ich, Risikomanagement dann auch den Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern, ja. Das ist ein schönes Schlusswort Richtung dritten Advent. Vielen Dank an dich, Roland Jägen, und dann wünsche ich dir mal ein schönes Wochenende. Sehr gerne. Wünsche ich auch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.